Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Du musst noch mal winken, weil da war eben noch das Intro drüber. Heute reden wir über unsere Lieblingskomödien und das fällt uns wirklich sehr schwer, weil für mich persönlich sind Komödien neben Horrorfilmen das Lieblingsgenre. Und zu sagen, was ist denn deine Lieblingskomödie, würde ich einfach sagen, ja, bei ihr ist es ähnlich, oder? Wir haben eben, nee, du magst gar keine Komödien, ne? Du lachst aber, weil sie mit mir immer so viel zu lachen hat, weil ich so ein lustiges Kerlchen bin. Ja. Ja, so, kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Wir fangen direkt an. So, was macht eine gute Komödie aus? Zunächst einmal, sie muss mich zum Lachen bringen. Was eine Komödie für mich nicht unbedingt braucht, ist eine großartige Handlung. Ja, wäre schön, wenn eine drin ist, aber es muss nicht sein. Ja? Also man kann auch wirklich alberne Komödie, ich bin auch ein Fan von ganz, ganz albernen Sachen. Anspruch brauche ich jetzt auch nicht bei Komödien. Ja, aber wenn Was? man bedenkt, was ich hier bei meinen Lieblingskomödien habe und du, bin ich ungleich anspruchsloser als du. Ja, könnte man so sagen. Anspruchslos. Schön gesagt, mein lieber Schatz. Nur kleine Sache, wir haben gerade eben vor 10 Minuten erst das Jack Slaughter-Video aufgenommen. Als Beweis liegt hier immer noch Ponytail. Ich sag das, weil wir haben nicht diese Klamotten die ganze Woche an. Ja? Nee. Also wir machen mehrere Videos hintereinander, damit sich das auch rentiert, Wir wenn wir müssen ja auch einmal. unsere Zeit irgendwo ein bisschen einteilen, ne? Ja, Kinderjob und Haushalt und genau. all sowas. Und da haben wir ja auch hier die Beleuchtung müssen wir aufbauen und hinten die Kulisse, Oh. das ist Wisst ihr, hier ist eigentlich alles alles weiß. Alles weiß. katastrophal. Das heißt, mein Mann, der Katastrophal. baut das da jedes Mal, Ja. wenn wir uns jetzt hier schön so präsentieren, da baut er das jedes Mal auf. Das ist wie beim Film. Das ist dann ungefähr so 3 Stunden Make-up. Ich habe auch überlegt, ob wir uns Und dann abbauen. so eine Oh. Greenbox zulegen sollen. Gut, kommen wir aber nun zu den Lieblingskomödien. Du hast da echt mehr liegen als ich, ne? Ja, das, Ja, dann ja. fang du doch einfach mal an. Okay. Ja, also. Also ganz kurz, all diese Filme bekommen von uns 10 von 10 möglichen Punkten, habe ich gesagt, ne? Das sind die Lieblingsfilme. Oder auf jeden Fall sind sie im oberen Segment. Bei mir nicht unbedingt. Bei mir ist es nach der Laune Es sind aber heraus. deine Lieblingsfilme, Ja, also ja. Das Filme, die heißt, du immer wenn, wieder gucken kannst. genau, das heißt, wenn die im Fernsehen laufen, bleibe ich dran hängen. Okay, So. das ist eine Mit Aussage. Punkten kann ich nichts anfangen, weil das schwankt bei mir. Gut, Mein wenn. absoluter Lieblingsfilm kann mich heute total. Nee, aber wenn es die richtige Stimmung ist und der läuft, dann bleibe ich dran hängen. Und das ist für mich eine Art Liebesfilm. Lieblingsfilm, keine Liebesfilme. Das ist auf jeden Fall eine Aussage. Schreibt uns doch unten in die Kommentare, was eure Lieblingskomödien sind, weil da es ist nichts schwerer, als jemanden zum Ja. Lachen zu bringen. Ach Ja, so. jemanden zum Gruseln zu bringen, das ist relativ leicht. Da stellt man einen mit einer Maske in die Ecke, ins Dunkle und schreit Buh. Jumping Scare-Effekte macht auch noch keinen guten Film, aber du hast einen guten Horrorfilm, du hast einen Horrorfilm, der dich erschreckt. Zum Lachen bringen ist eine Kunst, die muss man beherrschen. Und hat er das beherrscht? Ja? Ja, Police ich stehe Academy. drauf. Ich halte das mal fest, dann kannst du ein bisschen was zu dem Film sagen. Oh, ich stehe drauf. Oh, ja, was sage ich dazu? Also, es waren Sommerferien. Ich war ungefähr 10 Jahre alt. Und die liefen damals immer freitags, glaube ich, auf ProSieben. Muss Freitag gewesen sein, weil am nächsten Tag kamen meine Turtles, genau. Die wurden zwar x-mal wiederholt, aber das erste Mal habe ich die auf ProSieben freitags gesehen. Bei Genau. uns. Bei uns war das so. Ja, was ist denn das? Ich Krümel hatte, in der Tat. ja, Trink bei kurz uns. Kaffee. Später. Bei Geh uns ist zum das so. Nachspülen. Nein! Mein Papa hatte die damals aus der Videothek mitgebracht. Wir haben die gesehen, wir fanden die toll. Mein Bruder hatte sich dann die VHS-Kassetten gekauft. Und ich habe mir die dann kopiert. Ja? Wir haben Zimmer an Zimmer gewohnt, mussten die aber jeder einzeln haben. Super geil. Aber auch hier, es wird von Teil zu Teil schlechter, oder? Ja, leider. Also die ersten vier kann man sich gut ansehen. Da ist Die auch mit mal, Steve Guttenberg, die genau, kann ist man selten Mahoney noch gucken. dabei. Teil 5 fand ich Der war furchtbar. in Miami, oder? Ja, das war ganz schlecht. Der hatte zwei geile Stellen. Und Teil 6, das war, der ging eigentlich sogar noch. Teil 6 war noch einigermaßen okay. Und dann haben sie Teil 7, ich gefühlt Jahre später nachgeschoben, Mission Moskau. Boah, war das schlecht. Christopher Lee war dabei, ja, als Bösewicht. Aber war das Schon zu schlecht? lange Das her war bei so dir. scheiße. Aber Police Academy. So, auf einer Welle mit
Hotshots, finde ich. Ja. Hotshots, ja, liegt jetzt hier nicht, haben wir nur auf DVD. Hier eingeblendet Hotshots. Auch so ein Film. Mit Läuft. Charlie Sheen und John Cryer. Ja, ja, also den... Alles senkrecht? Da haue ich nachher einen Filter drüber, dass das genauso ja. aussieht. Ja. So, John Cryer und Charlie Sheen, also die Harper Brothers, da genau. schon vereint. Auch tolle Filme, ja, Parodie auf Top Gun und Rambo, super, geil. Super geil. Ich habe den zweiten Hot Shots damals mit meiner Mama im Kino gesehen, nee, den ersten. Den ersten Hot Shots mit meiner Mama im Kino gesehen, werde ich niemals vergessen. Mama, lieben Gruß an dieser Stelle. Und sie hatte Zahnschmerzen. Sie hatte Zahnschmerzen wie Sau. Fand den Film nicht wirklich gut. Aber im Vorprogramm lief ein Sketch von Mr. Bean, den wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannten. Im zweiten Teil spielt Rowan Atkinson sogar mit. Aber den Sketch fand meine Mutter trotz Zahnschmerzen richtig gut. Das war mit der Premiere, mit der Queen. Super geil. So, aber kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Gehen wir nach England. Ja. England, das sind für mich noch, sowieso... Noch sind sie dabei. Nicht mehr lange. Doch, das kann sich noch hinziehen. Ich denke auch, dass also Brexit, das wird nichts, oder? Wird nichts. Ne? Ich denke, dass. Ich glaube, unsere Kleine hat Kommunion, bevor die raus sind. Das sowieso. So, ach, die Kleine. Ja, ja. Mag sein. Die Große hat jetzt Kommunion, genau. Jetzt nach Ostern. Ja. Und zwar ist es so, dass ich persönlich britische Komödien sehr liebe. Ich mag auch den britischen Humor und niemand ist für mich lustiger als die Jungs von Monty Python. Diese Five Unforgettable Crowds, Guys. Ja. John, George, Paul, Ringo and one other unforgettable guy. Großartig. Und hier mag ich persönlich, und das sage ich jetzt einfach mal so, und damit lehne ich mich vermutlich gegen die auf, die sagen, ja, aber hier Leben des Brian, beste Film. Nee, ich finde Ritter der Kokosnuss viel, viel cooler als Leben des Brian. Und hier auch, kleiner Hinweis, wenn ihr Leben des Brian oder ganz besonders Ritter der Kokosnuss guckt, guckt euch den auf Englisch an, weil das ist ein ganz anderer Film. Das sind ganz andere Sprüche, die man einfach nicht übersetzen konnte, aber die deutsche Synchro ist auch großartig. Ja. So viele unforgettable Gags. Unforgettable, ist das Hemd jetzt blöd, ne? Unforgettable Gags, super geil. John Cleese und Eric Idle. Ah, besser geht's nicht. Monty Python. Absolut Kult. So, ich habe auch da oben den Flying Circus stehen. Hier, komplett. Den gucke ich gern. Bis auf ein paar Szenen, da kriege ich da ja, die laufen mir nachts hinterher. Wirklich, auch ohne Alkohol und sowas, ne? Also, er ist immer dort hingegangen, wo ich hingegangen bin. Dieses Figürchen da. Großartig. Boah, großartig. Da hat mir der dunkle Kristall einiges versaut. Ja, das war aber nicht im Fliegenden Zirkus, das war in Sinn des Lebens. Genau. Egal. Ja. Wenn du nachts Angst hast, wen rufst du dann? Das ist König der Überleitungen hier. Ja. So, die hier. Genau. Die Ghostbusters. Da stehe ich total drauf. Wie gesagt, die laufen und ich bleib kleben. Egal, ob ich die einen Tag vorher schon geguckt habe oder nicht. Ja. Aber wenn die laufen. Ja. Wir kamen, wir sahen, wir traten ihm in den Arsch. Genau. Super geil. Ja, er hat recht, dieser Mann hat keinen Schwanz. Das war ein Filmzitat. Ja. Ich muss das jetzt, ja, für Leute, die es nicht wissen, super geil, super geil. Und da liegt doch etwas und jetzt, ja. Jetzt wird meine Frau gesteinigt. Ja. Den mochte ich. Ich fand auch. Den witzig. Ich auch. Der ist vor allen Dingen fand ich, wo ist er? Ah, da hinten, ganz klein. Da. Die fand ich geil. Die war witzig. Die, wie heißt sie? Genau, die kleine blonde Lesbe. Genau, die ist lesbisch. Kate McKinnon. Ja. Kim? Auf jeden Fall die. Genau. Ja. Und ja. Thor. Ja. Chris Hemsworth als Sekretärin. Super geil. Oh, ja. Was fand ich das geil, wie der sich da nicht ernst genommen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, als Komödie ist Ghostbusters Answer the Call großartig. Ja. Als alleinstehender Film, kein Problem. Verglichen mit dem. Kann man nicht. Ja. Kann man nicht machen. Sollte man nicht. Nee, absolut nicht möglich. Ja. Wenn ihr einen dritten Teil wollt, der kommt jetzt ins Kino. Ich habe große Erwartungen, dass was wird. Ja. Den hier als alleinstehenden Film, als Komödie, großartig. Ja. 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 Als Fortsetzung vom Ghostbusters-Franchise. Nee. Aber da macht der Film Pipi-Kaka-Humor. Filmangler.
Ich fand damals auch die Zeichentrickserie, also nicht, es gab ja mehrere Zeichentrickserien von den Ghostbusters. Nein? Ah ja, doch, doch. Genau, ja, doch, einmal ja. Die mit dem Affen, mit Casey. So, und das sind eigentlich die richtigen. Real Ghostbusters. Nein, nein, das sind ja die Real Ghostbusters, also Peter Venkman und so. Aber eigentlich waren die Ghostbusters mit Tracy und dem Affen, ja, also der Affe hieß Animated Tracy. Animated oder Filmation? Filmation war das. Aha. Und das war vorher, die Zeichentrickserie nicht, aber da gab es eine Realserie. Ach, auf die, ja, es gab eine Realserie, auch mit einem Mann im Affenkostüm. Und das waren die echten Ghostbusters. Die waren vor den Ghostbusters, also hier den Ghostbusters, die wir kennen, die Geister hier. Das ist ja auch egal. So, Und wie gesagt, es gab das ganze Gedöns und dann gab es diese Filme und die Zeichentrickserie noch, wo Slimer der liebe, süße Hausgeist von denen war. Ne? Das fand ich auch gut. Und dann kam damals noch eine Zeichentrickserie zu den, oder im Sinne der Ghostbusters, inklusive der Zeichentrickserie zu Man in Black. Und diese Zeichentrickserie, die habe ich auch geguckt. Ich nicht. Sie hat ihren eigenen Reiz, aber nicht den gleichen Charme. Sie hat ihren eigenen Reiz. Das ist so ein bisschen wie, wenn die Oma gekocht hatte, ja, und es war wirklich furchtbar, ja, und du hast halt, und sie, oh Junge, schmeckt das? Ja, ist mal was anderes, ne? Das ist genau die, es hat seinen eigenen Reiz. Ah, ja, Ich mochte das nicht. Da kam doch Godzilla, gab es auch eine Zeichentrickserie zu dem unglaublich tollen amerikanischen Godzilla-Film von, wer war es? Emmerich. Weiß ich nicht mehr. Gut, ganz schnell was anderes. Genau. Habe ich nicht irgendwas mit großen Tieren? Nee. Der ist bei mir, genau so. Hier, ich habe ja eine Vergangenheit, ich habe ja mit Leuten zusammengehangen, die gerne mal ein bisschen unterstes Niveau, wie klingt das, bin ich ja selber. Lass mich anders ausholen. Es gibt Momente im Leben eines Menschen, da braucht man total albernen, total übertriebenen, total schwachsinnigen Humor. Und keiner kann das so gut wie die Deutschen, wenn sie einen Film synchronisieren. Ja. Diesbezüglich habe ich hier eine französische Komödie, die wirklich gut ist im Original, auch ein bisschen albern, aber wenn man den Originalton nimmt, ist der Film nicht so albern, nicht so übertrieben, sondern hat einen feinen, nuancierten Humor, da spricht der Experte. Und die deutsche Synchronfassung hat daraus einen Schenkelklopfer gemacht. Es ist total albern. Nee, es war nicht Rainer, aber ich weiß gar nicht, wer es war. Alles schuld. Ich weiß nicht, wer es war, aber die Besucher mit Jean Reno und Christian Clavier. Ich habe jetzt hier leider nur Sturm auf die Bastille. Das ist der vierte Teil, wenn man das amerikanische Remake dazu zählt. Der ist Schrott. Ich rede von dem Original, die Besucher. Blende ich hier mal ein. Toller Film. Ja. Und wenn ihr mal so richtig ablachen wollt, wirklich auf ganz tiefem Niveau, dann schaut euch da die deutsche Synchronfassung an. Es gibt noch eine zweite deutsche Synchronfassung, die ist näher am Original, mit Per Augustinski. Der spricht da nämlich in Jean Reno. Deswegen habe ich mir extra die DVD gekauft, aber diese Synchronfassung gefällt mir nicht. Ich gucke wirklich diese alberne, diese saublöde, die kriegen die Briten unseren König, hat er bald ein Glied zu wenig. Und das ist noch einer der guten Sprüche in dieser Komödie. Aber ich finde die Besucher generell französische Komödien. Louis de Funès jetzt einfach mal kurz in den Raum reingeworfen. Ich mag mich. Ja, hasch mich, ich bin der Mörder. Mag ich zum Beispiel sehr gerne. Ja, oder die Fantomas-Filme, auch relativ lustig. Brust oder Keule, auch toll. Und ich habe jetzt auch, ich habe keinen einzigen Bud Spencer-Film. Hier sind ja auch Komödien. Wo wir gerade eben bei, bei Synchronen arbeiten, die einen komplett anderen Film. Weil viele Bud Spencer und Terence Hill-Filme sind richtig geile, ernste Western. Ja. Oder ernstere Western. Und dank Rainer Brandt sind das diese Schenkelklopfer. Aber ich sag mal, ohne diese Synchronisation von Rainer Brandt wären die Filme hier in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so erfolgreich. Das gleiche gilt auch für die ganzen Filme mit Adriano Celentano. Oh, habe ich jetzt auch keinen Film hier. Oh, auch einer die liebe ich auch. Adriano Celentano, super. Ja, ich finde den auch unheimlich attraktiv. Dieses dürre, kleine Männchen irgendwie. Aber ja, dürr, klein, so wie ich quasi. Egal. Ich habe sowieso meine ganzen englischen Komödien gerade eben vergessen. Oh. Ja, Grasgeflüster. Grabgeflüster. Genau. Es gibt so viele tolle Komödien, deswegen gehen wir mal schnell weiter mit denen, die wir rausgesucht haben. Also Grasgeflüster, Grabgeflüster da oben. Ja, haben nichts miteinander zu tun übrigens. Ja.
Bang Boom Bang, auch super Film, wenn ihr den nicht kennt, der läuft am Freitag auf Tele 5. Welchen Freitag? Jeden Freitag! Reden wir ein andermal drüber. Vielleicht mache ich mal noch ein Video mit deutschen Filmen. Ja, jetzt habe ich hier zwei Filme. Mhm. Das sind, ja, wo mein Mann eben so schön gesagt hat, von wegen, es gibt so Zeiten, da braucht man wirklich Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. Schublade. Ja? Man guckt das und schämt sich gleichzeitig dafür, aber man liebt es. Ich nicht. Wie gesagt, ich habe mit hast du jetzt ein Bäuerchen gemacht? Nein, ich überlege gerade. Was? Ja. Also das? Ich fange mit meinen Lieblingskomödien an und komme direkt mit... Ich habe die Hand hier verwendet. Ich bin auch überlegen. Ich hänge an deinen Lippen, mein Schatz. Das ist... Hast du ein Bäuerchen gemacht? Dann würdest du hören und riechen. Ist aber bald mal gut hier. Ja, Überleitung, das war sie. Ich stehe da drauf. Ich stehe auf diese Filme. Die Kindsköpfe, beide Teile. Und überhaupt auf Adam Sandler-Komödien. Oh. Die hatte eben gesagt, als ich gesagt habe, such mal deine Lieblingskomödien raus, sagt sie, alles mit Adam Sandler. Alles? Ja, also alles? Die Komödien, die du mir damals gezeigt hast. Ja, das ist ja weitem nicht alles. Also Adam Sandler, der kann ja auch sehr ernste Filme machen. Ja, die Komödien mit Adam Sandler, die ich gesehen habe. Jetzt frag mich nicht welche, weil ich habe so viel mit dem, ich habe so viel mit dem da gesehen und mittlerweile, ich muss ihn fragen, Schatz, kenne ich den? Nee, Schatz, kannst du gucken, kennst du nicht. Zu Kindsköpfe sollte man auch noch kurz sagen, der erste ist gut, hat auch Story ein bisschen. Der zweite ist nur noch eine Aneinanderreihung von Gags und im Endeffekt viel geiler als der erste. Ich lache mich kaputt. Es ist einfach super witzig, ja, beide im Set. Super geile Komödien. Das sind Filme, die kann man einfach anmachen und die laufen. Und wenn man kurz rausgeht, um was zu trinken oder was, und kommt eine halbe Stunde später wieder, man hat nichts verpasst. Das ist, ja, beim zweiten auf keinen Fall. Wie lange trinkst denn du? Ja, wenn ich den Kaffee, dann muss ich erstmal die Bohnen mahlen und hier schön Kaffeewasser aufsetzen und... Noch vom Fluss holen hier um die Ecke, ne? Ja. Aus der Erft. So, dann... Nee, das ist der Feierbach. Ja. Ja, aber ich trinke nur aus der Erft. Ah. So, schwimmst die Erft runter bis zum Rhein, ne? Nee, das ist schon wieder Gift. Das kann man nicht trinken. Otto Maike. Ich komme die aneinander. Ich lese nämlich mit. Ja, spätestens im Meer, ne? Da sind sie alle wieder zusammen. Ja, genau. Da sind sie alle wieder befreundet. Ein großer Rudel. Wir haben hier eine Komödie. Eine feine Komödie. Meine Damen und Herren, ich wollte eigentlich, also wenn wir hier nur über Komödien reden, habe ich die Horrorkomödien mal rausgelassen, weil Horrorkomödie ist für mich ein eigenes Genre, wo ich selbst auch 10 Lieblingsfilme hätte. Das hier ist eigentlich keine Horrorkomödie, sondern eine Horrorparodie. Oh, ja. Und dazu muss ich sagen, alle Filme von diesem Regisseur, oder sagen wir mal, alle Filme dieses Regisseurs, die ich bisher gesehen habe, sind grandios, aber... Wenn ich einen raussuchen müsste von Mel Brooks, dann wäre es Frankenstein Junior. Weil dieser Film, er ist großartig. Er ist an Originalschauplätzen gedreht worden. Also wo Frankenstein wirklich sein Monster zusammengebaut hat. Ah. Nein, da wo Universal damals den echten Frankenstein gedreht hat. Und die haben das auch in Schwarz-Weiß gemacht. Das sieht wirklich haargenauso aus. Ist das denn mit Frau Blücher? Ganz genau. Und Marty Feldmann, der Mann mit dem Auge, super geil. Eine Komödie, wer die nicht kennt, schaut's euch an. Es ist zum Schreien komisch. Es ist so großartig. Es ist ganz, ganz großes Kino. Aber nur für Tage, wo man ein bisschen feineren Humor haben möchte. Ja. Nicht so extremst feinen Humor, wie jetzt hier dein viel Lärm um nichts. Ja, das habe ich auch noch notiert. Blenden wir kurz ein. Viel Lärm um nichts. Ja, keine Aufzählung der Lieblingsfilme ohne William Shakespeare. Ich dachte ohne... Nein, egal Weser. Was. Weser. Ohne William Shakespeare. Nee, Weser. Kenneth Branagh. Genau. Keine Filmliste ohne William Shakespeare ist komplett. Der kann Drama, der kann Historien, der kann Historiendrama. Er kann tragische Sachen, aber er kann eben auch Komödien und viel Lärm um nichts. Ist eine
der Komödien, die ich persönlich sehr, sehr liebe, habe ich leider nur als ganz, ganz, ganz schlechte DVD. Kann man sich nicht angucken. Ich bin seit Jahren hinter einer Blu-ray her, die erschwinglich ist. Das muss ja gesagt werden. Es gibt ja den Film auf Blu-ray, aber die wollen da Mondpreise für haben. Wir haben in diesem Film, damit ihr wisst, um welchen Film es geht, ich meine, ich habe es ja eben eingeblendet, es gibt ja viele Verfilmungen, aber ich meine die mit Kenneth Branagh in der Rolle des Benedikt. Und Emma Thompson. Emma Thompson, selbstverständlich, als seine geliebte Beatrice. Dann haben wir noch Keanu Reeves als, Keine Ahnung. Als Bösewicht, ja, ein aufrechter Bösewicht. Ja, und Batman als den Betrunkenen. Michael Keaton genau. als Dorfscheriff, besser geht's nicht. Haltet fest, ich bin ein Esel. Super geil. Und auch die Musik, also ein fantastischer Film. Und ja, ich will den haben auf Blu-ray. Muss ich unbedingt haben. DVD, ich habe die außer, ist wirklich schlecht. Aber die war nicht, also wir, er hat keine böse DVD, sondern einfach nur. Nein, das war eine Original, das war eine Original Blu-ray. Das Bild, kann man ja, sogar nicht. Hat, das Bild war quasi nur so. Ja, groß. Es ist also quasi für 4:3 Fernseher, ja. Hat dann aber oben und unten die Balken und rechts und links auch. Das heißt, wir haben also einmal das Bild, das ist reingezoomt, das ja. Ist furchtbar, damit ihr wisst, ich könnte jetzt auch mit Fachausdrücken um mich werfen, mache ich aber nicht. Das soll ja auch jeder verstehen hier. Es ist auf jeden Fall nicht schön. So. Nee. So. Richtig. So, dann haben wir. Willst du noch einen vorstellen oder willst du den hier vielleicht vorstellen? Der ist ja unser beider, unserer beider Lieblingsfilme. Den haben wir so. Eigentlich nicht. Ich habe den Film. Nein, ich habe den Film damals eigentlich nur gerne geguckt, weil ich scharf auf ein eigenes Haus war. Oder bin. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal: Geschenkt ist noch zu teuer. Mit Tom Hanks. Und das ist ebenfalls ein Remake von Mr. So-und-so baut sein Traumhaus, weiß ich nicht, wie er heißt. Aber diese Komödie, großartig. Ja. Und wenn wir schon bei Tom Hanks sind, noch besser haben wir aber leider auch nur auf DVD Meine teuflischen Nachbarn. Großartiger Film. Ich glaube, das war auch Joe Dante, ne? Ja. Joe Dante, Meine teuflischen Nachbarn. Auch so ein Sommerferienfilm von mir. Läuft mindestens einmal im Jahr bei uns. Großartig, ja. Super geiler Film. So lustig, ja, muss man einfach mal gesehen haben. Genau. So, und hast du jetzt noch was? Oder, na komm, oder ich stelle noch einen vor. Dieser Film hier hat eine... Dann gehe ich mal was trinken. So, dieser Film hat eine Hintergrundgeschichte. Ich habe diesen Film damals auf VHS besessen. Das war... Schweineteuer. Damals haben VHS-Kassetten echt viel Geld gekostet. Ich liebe diesen Film, konnte den auswendig mitsprechen. So, dann habe ich mir meinen DVD-Spieler gekauft. Damals mein erster DVD-Spieler, den ich hatte. Und da habe ich mir 3 Filme dazu gekauft und dieser Film war einer davon. So, ich habe diesen Film noch früher, als ich bei der Bundeswehr war, beziehungsweise in der Grundausbildung, im Zivildienst. Ich habe ja niemanden. Wie hat der Sträter das gesagt? 3 Monate, anderthalb Jahre Kriegsgefangenschaft ja. In Stuttgart. Genau. Also ich war bei der Grundausbildung, da waren wir stationiert in Waldbröl. Ja. In Waldbröl. Und ich hatte diesen Film da aus der Videothek geliehen. Ich habe den zu Hause liegen gehabt. Wir wollten abends was gucken. Da habe ich gesagt, komm, fahren wir in die Videothek. Bin ich extra für Mitglied geworden in der Videothek, damit ich mir diesen Film ausleihen kann fürs Wochenende. So, dann habe ich mir den auf DVD gekauft. Das war meine erste DVD. Und jetzt habe ich ihn natürlich auch auf Blu-ray. Und zwar ist das Kevin Smith Dogma. Erstaunlich, ja. Kevin Smith hat so viele tolle Filme gemacht. Die Mallrats... der Morwitz-Film und Clerks, alles super Filme. Jay und Silent Bob, super, super geile Filme, aber Dogma ist für mich das Nonplusultra. Hier 2 Engel, die aus dem Himmel rausgeflogen sind. Und manchmal und, drehst du Reindeer Games. Das ist ja das ist ein anderer Film, oder? Nee, ist wohl der ist der. Ne? Nein, das ist Jay und Silent Bob. Ja. So, die beiden Engel sind aus dem Himmel rausgeflogen. Und jetzt gibt es aber eine Kirche und die verspricht einen Generalablass. Und wenn die beiden durch das Kirchentor gehen und dann sterben, dann würden sie wieder in den Himmel auffahren. Das wiederum würde die Fehlbarkeit Gottes erklären, also beweisen und damit würde dann die Welt untergehen. Deswegen schickt der Metatron den letzten Nachfahren von Jesus Christus und die beiden Propheten Jay und Silent Bob los. Und die sollen die beiden Engel am
durchqueren der Kirchenpforte hindern. Super geil. Eigentlich traurig. Eigentlich, ja, aber es ist eine super geile Geschichte und sie gibt so viel Anlass zum Nachdenken über die Kirche, über den Glauben, über, ist geil, es ist einfach geil. Es ist total gut und Gott ist außerdem eine Frau. Und nicht irgendeine. So, genau, jetzt bist du aber dran. Komm, hau noch einen raus. Wie gesagt, ich bin ja ein Fan des feinen Humors, ne? Sorry, ich stehe auch darauf. Und auch auf Movie 43, meine Frau, die Spartaner und ich. Nicht noch ein Liebesfilm, ist das auch so einer? Ja, nicht noch ein Teenie-Film. Ja, nicht noch ein Teenie-Film, genau. Und Dirty Grandpa habe ich leider noch nicht gesehen, aber er sagt, Schatz, der ist genau deine Kragenweite. Die gleiche Person, die das gerade sagt, mag Jackass nicht. Ich liebe Jackass! Aber unseren Kindern willst du es nicht zeigen. Ja, einer 9-Jährigen und einer 6-Jährigen würde ich das noch nicht zeigen. Das hat uns auch nicht geschadet. Doch, wir waren 18. 18 und älter. 18 und kurz vorm Abi. Und keiner wollte mit mir mit dem Einkaufswagen. Keiner wollte dich im Einkaufswagen in der Hecke schütten. Keiner wollte mich, ganz genau, wollte keiner machen. Also wir haben damals auch viel Quatsch gemacht, ja, Raketen im Po und sowas. Also haben wir alles gemacht, aber vor Jackass. Ja, er, nicht ich. Nein, ich bin ein... Du steckst dir nichts in den Hintern. Keine Raketen. Reden wir ganz schön über was anderes. Ja, jetzt bin ich dran. Ja, ich super. Ich mag es auch mal ein bisschen ruhiger. Sehr viel ruhiger. Opa, okay. Krimi auch immer gut. Dänische Krimis, englische Krimis, schwedische Krimis, kanadische Krimis, Thriller. Ist voll meins, aber hier kann man noch bei lachen. Und der Bezel ist so niedlich. Ich kann den nicht ernst nehmen, wenn ich den im Tatort sehe. Gebt nicht. Gebt nicht. Und ich habe damals noch gedacht, dass der Sebastian Bezel eigentlich eine Fehlbesetzung ist. Ich hätte mir damals eigentlich den Tramitz gewünscht. Aber er passt eigentlich perfekt. Er passt perfekt. Er ist der Eberhofer Franz und es ist Franz. Großartig. Und ich muss auch sagen, was mich hierbei wirklich erstaunt, er wird von Folge zu Folge besser. Mittlerweile gibt es 6 Teile. Das ist der Dampfnudelblues, Sauerkraut, Kurve, ist alles hier drin. Hier, guck mal, ist alles hier drin. Aber ich habe da leider keine Höhlen für. Ich mochte den zweiten Film nicht. Ich mochte den zweiten Film. Der zweite war eigentlich das erste Buch. Genau, den mochte ich überhaupt nicht. Da war der Eberhofer so ein schockverliebter Trottel. Das hat überhaupt nicht gepasst. Ja. Das hat überhaupt, ich meine, ich bin... Immer wenn Susi ins Bild kommt, da drehen sich meine Fingernägel nach oben. Ich habe nicht sehr lange, aber die, das ist irgendwie so von wegen, ach, das schwankt. Ach, was ist die niedlich. Boah, Eberhofer, was bist du ein Esel. Mein Gott, schieß die Alte endlich ab. Und, das ist so anstrengend mit der. Mit den Fingernägeln, da noch ein ganz kurzer Funfact. Ich kaue ja Fingernägel, wenn ich nervös bin. Ich bin immer nervös. Jetzt brauche ich meine Hände, aber zum Unboxen will der einigermaßen gut aussehen. Ja, deswegen achte ich immer darauf, dass meine Fingernägel gepflegt sind und meine Frau, der muss dann herhalten. Also ich kaue an den Fingernägeln, nur nicht an den eigenen. So, das ist. Und an den Fußnägeln. Da kaue ich noch viel lieber dran. So, kommen wir jetzt zu einem Film, den wir ebenfalls nur auf DVD haben, aber der unbedingt in diese Liste reingehört. Ich glaube, ich weiß, weil mir das neulich einer unter mein Video drunter geschrieben hat. Ich weiß, dass es im Ausland eine Blu-ray mit deutscher Tonspur gibt. Ja, und zwar ist das Eine Leiche zum Dessert. Das ist ein Film, da geht es darum, dass die größten Kriminalisten, heißt das Kriminalisten? Ja, ne? Also die größten Detektive. Also wir haben Miss Marple, wir haben den dünnen Mann, wobei der dünne Mann ist ja eigentlich gar nicht, der dünne Mann ist, hieß ja der Fall. Also die beiden aus der dünne Mann. Dann haben wir noch Columbo oder Jack Spade. Der fällt ein bisschen, heißt der Jack Spade? Du weißt schon, Humphrey Bogart? Auf jeden Fall, er wird aber gespielt von Peter Falk, also Columbo, also passt das schon so ein bisschen. Also die größten Detektive. Eine Leiche zum Dessert? Ja. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, wenn du nicht gesehen hast, müssen wir ihn gucken. Also auf jeden Fall die größten Detektive aller Zeiten. Jackie Chan ist noch dabei. Charlie Chan. Da kenne ich ihn. Wird gespielt von Peter Ustinov, Sir Peter Ustinov. Und dann haben wir noch David Niven dabei, der spielt halt den dünnen Mann. Super großartig und die werden eingeladen von einem Millionär und sie sollen da
Ja, eine Leiche zum Dessert. Es gibt also ein Dinner mit einer Leiche zum Dessert und die sollen diesen Mordfall klären, der noch gar nicht stattgefunden hat. Super geil. Es wird alles durch den Kakao gezogen, was Rang und Namen hat im Krimi-Genre. Das gesamte Agatha Christie-Paket wird einmal rein und dann Komödie drauf und super geil. Wir haben, ja, Alec Guinness als blinder Butler und dann hat er noch eine taubstumme Köchin. Und super, witzig, witzig. Guckt es euch an. Super geil, super geil. So, und jetzt kommen wir zum Abschluss dieses Videos zu meiner absoluten Lieblingskomödie. Es gibt keine Komödie, die ich lustiger finde. Und dabei ist sie eigentlich gar nicht so lustig. Sie ist sehr makaber. Sie basiert auf einem Theaterstück von, weiß ich nicht, aber der Film ist von Frank Capra. Und wir sehen hier Mr. Cary Grant als Mortimer. Arsen und Spitzenhäubchen. Ein Film so fantastisch, so lustig, so großartig. Ja? Er hat gerade geheiratet und will in die Flitterwochen fahren, fährt nur noch mal eben bei seinen beiden alten Tanten vorbei, um sich zu verabschieden. Die haben super putzig. Ja, und was machen die? Und das schon seit Jahren. Die bringen reihenweise alte, alleinstehende Herren um und begraben die bei sich im Keller. So, und... ja. Und... aber nicht alleinstehend, einfach weil alleinstehend, sondern einfach einsame Herzen. Die wollen denen wirklich einen Gefallen tun und deswegen bringen die unglückliche Seelen. Ja. Die laden die ein, hier bitteschön, Kaffee, Kuchen, Tee und so jetzt. Ja, und, ja, und dann kommt Teddy. Und dann kommt der Wein und der Wein ist mit Arsen versetzt und die haben... ja, im Wein, ja, Brombeerwein. Ja, und die kommen dann in den Keller. Soweit, so gut. So, das ist ja schon mal schlimm genug. Aber dann taucht auch noch Mortimers Bruder auf. Das ist ein Gangster. Der ist aus dem Gefängnis ausgebrochen mit Dr. Einstein. Ja, und das ist, heißt er? Ich glaube, der heißt Einstein, Dr. Einstein. Der wird gespielt von... richtig fiese Fresse. Peter Lorre. Peter Lorre, ja. Peter Lorre. Und der, also nicht der Bruder. Der Bruder sieht halt wirklich aus wie Frankenstein. Wurde im Theaterstück übrigens von Boris Karloff gespielt. Das deswegen passt. Deswegen, ja, deswegen auch der sieht aus wie Frankenstein. Wir haben den Text übernommen. Großartiger Film. Es ist so voller Humor. Das ist so schwarzer Humor. Man muss das einfach mal gesehen haben. Und man ist den beiden gar nicht böse. Man wird, ist einfach nur verrückt. Und da zeigt sich, es basiert halt auf einem Theaterstück. Das sieht man auch. Das Ganze spielt alles in diesem, eigentlich nur in diesem Zimmer. Das ist kein Zimmer, das ist der Flur. Das ist der Flur. Ja. Der Wohnflur. Mit Küche. Super geil. Ja. Guckt es euch an. So, und jetzt haben wir noch einen Film, den haben wir vergessen. Fällt mir gerade ein, wo ich nämlich hier sehe, im gleichen Stil. Nicht mit im gleichen Stil. Nein, ganz anders eigentlich. Aber wenn ich Cary Grant sehe, fällt mir ein, na, Mr. Hobbs macht Ferien. Der war schön. Mr. Hobbs macht Ferien. Hier. Ja. Ja, den habe ich hinten im Regal stehen, habe ich jetzt aber nicht dabei. Den haben wir kurz bevor wir umgezogen sind geguckt, ne? Ja, das passt. Eigentlich muss man den gucken, kurz bevor man plant, den Urlaub zu fahren. Ja. Weil wenn man Mr. Hobbs macht Ferien gesehen hat, dann bleibt man zu Hause. Ist der Urlaub auf jeden Fall gut. Ja. Weil schlimmer kann es nicht werden, als dass das Mr. Hobbs da passiert. So, es gibt noch ganz viele andere tolle Komödien. Ja? So viele, wie wir jetzt vergessen haben. Ja, die ganzen Filme hier, Dieter Hallervorden, ja, Didi und die Rache der Enterbten, finde ich klasse. Oder ich habe bestimmt noch irgendeinen Film vergessen. Ja. Aber keinen Dieter-Film. Die Supernase, ne? Ich habe bestimmt noch irgendeinen Film vergessen. Die Supernase hast du vergessen. Schreibt mit runter, was ich vergessen habe, Leute. Er hat es wahrscheinlich auch vergessen. Genau. In diesem Sinne, das waren unsere Komödien, unsere ein paar, und sagen wir, es waren ein paar unserer Lieblingskomödien, so kann man es sagen, ja. Trotzdem ist über eine halbe Stunde. Ja, das ist, weil wir immer so viel rumschwaden, ne? Aber ich denke, euch gefällt das. Wenn euch das nicht gefällt, dann seht ihr das jetzt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche, was stellen wir euch dann vor? Gucken wir dann. Genau, ihr werdet es ja sehen. Auf jeden Fall. Oh, jetzt brauche ich einen Kaffee. Hier ist noch ein Schluck drin. Er trinkt das mit Milch und Zucker. Ich trinke meinen Schwarz. Schwarz, wie die Hand ihn gepflückt hat. Ne? Ja, und ich hier halt blond und süß wie die Frau des Aufsehers. Das ist sexistisch, du Schwein! Das hättest du mal zu mir sagen sollen. Klimbim. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eure Becky. Und der Michi. Ciao. Bye.